Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen und wunderschönen Format. Ihr seht es hier, ich bin nicht alleine. Ich habe zwei Menschen an meiner Seite, die euch versuchen zu helfen. Mit dabei ist Dr. Professor Manuel. Guten Tag. Dr. Professor Emanzipierter Revinzeit. Hallo? Was? Und Lukas auch dabei, weil der hat keinen Doktortitel. Leute, willkommen zu Wir helfen helfen, ein Format von uns für euch. Also so wie eigentlich jedes Video, weil, ja, gut. Leute, voll süß gesagt, aber wir haben auf Twitter nach euren Problemen gefragt und werden nun mit der Hilfe unseres einmaligen Jokers Mo. Hallo? Ja, komm, mute dich bitte so lange, bis du dran bist, okay? Versuchen, auf eure Fragen und Wünsche einzugehen. Wenn ihr noch Fragen oder Wünsche habt, Leute, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir in unserer Praxis haben immer Zeit für euch. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich habe hier etwas rausgesucht. Dieser Mann hat große Probleme und ich denke mal, mit Wir helfen helfen, versucht unser Team da jetzt direkt vorzugehen. Manchmal, wenn ich auf dem Klo bin und AA mache, dann spritzt das Wasser an meinen Po. Das ist unangenehm und unterbricht mich bei diesem Entspannungsakt. Was kann ich tun? Hashtag Wir helfen helfen. Lukas, vielleicht hast du da einen Vorschlag. Das schockiert mich gerade tatsächlich ein bisschen. Mhm. Ist direkt etwas Ernstes? Ich dachte, wir steigen jetzt hier mit was Lockerem rein. Nein, Lukas, das sind Probleme von Menschen, die geholfen werden müssen. Das ist jetzt aber auch kein geläufiges Problem, was man so kennt, ne? Das ist jetzt komplett neu. Ja, also das ist ja immer eine individuelle Erfahrung, sage ich immer ganz ehrlich. Und es ist ja natürlich auch von Toilettentyp zu Toilettentyp unterschiedlich. Lukas, erzähl du doch mal ganz kurz. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, privat nutze ich ein User was moved out Manuel? Also es gibt zwei Optionen. Lukas, lass bitte Manuel sprechen. Okay, es gibt zwei Optionen. Entweder du hast die passende Keramik da mit einem sogenannten Kacketeller, weil dann ist der Drop von einer AA nicht so weit und es spritzt nicht ins Wasser. Oder, was ich immer mache, ich fülle das Klo mit Frischhaltefolie aus, damit das halt nicht ans Wasser. Ja, was ich immer, also, Herr Kollege, wenn ich da ganz kurz intervenieren dürfte. Der sogenannte weitverbreitete Kacketeller, von dem ist definitiv abzuraten, weil die Spuren natürlich in der Toilette bleiben. Kevin, ich kenne dich ja auch persönlich, glaube ich, kann dir das jetzt auch offen sagen. Ich würde einfach sagen, ich würde mein Geschäft nur noch im Nachbarsvorgarten verrichten. Ich würde gar nicht mehr auf die Toilette gehen, weil wenn du ja weißt, dass du mit der Toilette ein Problem hast, ja, würde ich einfach weitgehend versuchen, Toiletten zu umgehen. Kommen wir direkt zum nächsten Problem, oder? Ja, ich würde sagen, machen wir weiter. Mhm. Manuel, ich lasse, oder Dr. Manuel, ich lasse dir den Vortritt. Ja, danke, Assistenzarzt hier. Krankenpfleger, wenn ich bitten darf. Krankenpfleger. So, ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir nach Problemen, wirklich akuten Problemen gefragt haben. Ja. Und dann hat jemand Folgendes darunter geschrieben. Gewinnzeit. Kannst du nächstes Mal Ultratalent nächste Woche später machen? Habe so lange Schule. Ja, ich würde sagen, da adressieren wir doch direkt mal unseren Kollegen Lukas. Lukas, was ist deine Meinung dazu? Ja, genau. Super, dann lassen wir das ganz kurz. Hast du mir das so ein Problem, was sie so täglich nicht einschlafen lässt? Oh nein, Ultratalent. Ich hab Schule so spät. Nein. Ganz kurz, ich glaube, ich kann zur Problemlösung ganz kurz beitragen. Nein, werde ich nicht machen. Lukas, du bist mit deinem Problem dran. Okay, ich mach mal. Was? Hallo? Ja, fang an. Okay, ich hab hier. User was moved out of your channel. User was moved ist dann halt irgendwann channel. Auch nicht mehr so lustig, aber gut. Auf jeden Fall, das nächste Problem kommt von Patrick mit Schnitzel. Erstmal Props zu deinem Namen. Ja. Und er hat wirklich ein sehr, sehr ernstes Problem. Und zwar schreibt er, ich kann meine Stirn nicht sehen. Okay. So, Herr Dr. Revinzeit, wenn ich mich ganz kurz, also lieber Patrick, anatomisch gesehen, würdest du wahrscheinlich davon ausgehen, dass das normal ist bei Menschen. Das stimmt aber nicht. Ich habe da tatsächlich, also Jungs, ich würde sagen, wir holen uns da wirklich mal fachmännische Hilfe. Jemand, der sich mit Anatomie wirklich gut auskennt. Ja. Mo, wenn du kurz Zeit hättest vielleicht. So, was war die Frage? Kann sie nochmal ganz kurz wiederholen? Mo ist übrigens, wenn ich ganz kurz einwerfen darf, jemand, der sich mit alternativen Heilpraktiken und sonstigen Dingen durchgehend beschäftigt hat. Und auch studiert hat. Lukas, das, komm. Mo, bitte, okay, erzähl. Ich wiederhole noch mal ganz kurz die Frage von Patrick. Oh Gott, warte mal. Ich kann die Kamera gar nicht sehen, weil ich sehe nichts. Ich sehe gerade wirklich nichts. Okay, weiter. Ich sehe nichts durch die Brille. Ich freue mich schon, dich zu sehen. Chill mal, ich muss ernst machen, okay? Okay, Mo, bitte. Also, das Problem ist von Patrick mit Schnitzel. Was? Er schreibt, ich kann meine eigene Stirn nicht sehen. Patrick, du bist ja dumm. Hör auf. Patrick? Isst du gerade? Was? Ja. Also Patrick? Patrick? Warte, Patrick! Patrick, du musst warten.
Patrick, warte, ich mach was Gefährliches. Aua. Patrick. Ich will sehen. Patrick. Ich kann meine Stimme auch nicht sehen, Patrick. Ist kein Problem, okay? Danke, danke, Mo, für deine fachmännliche Meinung. Dankeschön. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vor allem, wir haben das nur gehört, was der gemacht hat. Wir haben es nicht mehr gesehen und es war lustig. Oh Mann. Oh. Gut. Dr. Professor Rivenzeit, hast du nicht den nächsten? Ja, ich habe hier den nächsten. Und zwar haben wir hier ein ähnliches anatomisches Problem. Und zwar schreibt Shark, ich kann meine Augen nicht sehen. Da muss ich ganz kurz einwerfen, lieber Shark. Es gibt sicherlich die Möglichkeit eines Spiegels, wo man seine eigenen Augen betrachten kann. Das wäre natürlich jetzt das Naheliegendste. Aber was ich dir auch empfehlen kann, ist eine Sache, die Lukas tatsächlich des Öfteren schon gemacht hat. Nimm einfach einen Löffel, hol dir das eine Auge raus, leg es vor das andere Auge auf den Tisch und du kannst dich und selber anschauen. Und dann sieht man es. Ja, man sieht es dann. Also das ist wirklich solide. Auch eine besondere Erfahrung, die dein Körper da mit sich durchmacht, kann ich absolut empfehlen. Ja, definitiv. Tut halt beim ersten Mal ein bisschen weh, aber danach gewöhnt sich der Augapfel richtig, dran. Richtig, genau. Ist auch ganz praktisch, wenn ihr mal zum Beispiel was überwachen wollt, legt einfach ein Auge dann dahin, wo ihr das hinhaben wollt. Wenn ihr mal was überwachen... wenn ihr mal was überwachen... wenn ihr mal was überwachen... wenn ihr mal was überwachen wollt! In so einem Supermarkt, Alter, sind da nur Augen statt dieser einäugige Sicherheitsbeamte mit so einer Augenklappe. Gut, ich hoffe, wir konnten dir helfen, Sharks. Manuel, hast du noch ein Problem? Ich hab kein Problem mehr. Nee, warte, ich mach einfach meins. Mach ich mal weiter mit dem nächsten ernsten Problem und zwar von Cooks. Ja. Genau. Auf jeden Fall schreibt er, hab mit meiner Cousine geschlafen und sie kommt nicht klar. Was tun? Da bräuchten wir natürlich jetzt noch ein paar mehr Informationen. Womit kommt sie nicht klar und wie ist es dazu gekommen? Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr ernsthaftes Problem. Ich würde sagen, also da brauchen wir jetzt Mo tatsächlich nur als... Wobei, wir können mal ganz kurz Patrick fragen. Patrick ist ja in solchen Themen, sage ich mal, bewandert und weiß ja auch... Der streamt doch gerade, oder nicht? Das ist gar kein Problem. Aber ich glaube, er ist nicht da. Mo, ganz kurz, deine Meinung zum Thema Inzucht? Super, haben wir es doch. Ja, also ich glaube, da muss ich ganz ehrlich sagen, wo die Liebe hinfällt, auch wenn es ein Stammbaum ist, sage ich mal, ihr fallt ja nicht vom gleichen Ast. Ist so ein Sprichwort, was wir Mediziner immer haben. Nein, also ich kann dir da ganz ehrlich versichern, dass im Regelfall eigentlich nichts passieren sollte. Wenn sie nicht klarkommt, dann versuch einfach offen mit ihr zu reden. Oder Klarspüler. Ja, oder gib dir mal eine Bombe oder so. Manuel, Lukas, ganz kurz, ich möchte den Gedanken kurz zu Ende führen, liebe Kollegen. Es gibt genügend Beispiele, dass auch aus den inzuchtiösesten Kindern sich was werden kann. Evive hat auch einen Kanal mit 900.000 Abonnenten. Ich denke mal, dass das auf jeden Fall auch ein bisschen motivierend sei. Klar, Evive ist jetzt nicht das Paradebeispiel, sage ich mal, für ein tolles Leben, aber darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Manuel, vielleicht möchtest du noch irgendein Problem schnell raussuchen, damit wir über die 10 Minuten kommen. Ich hab noch. Ach, Lukas, perfekt. Ui. So, 10 Minuten ist mir natürlich persönlich auch sehr wichtig, deswegen, das ist jetzt wirklich das ernsthafteste Problem überhaupt in diesem Video. Okay. Und zwar Roberto McMeyer. Ja. Ob immer ein guter Name. Ich komme nicht auf deine, also der meint dich, Revi, ich komme nicht auf deine Videos mehr klar. Kurz vor der Begrüßung habe ich schon Mordgedanken. Ich brauche Hilfe. Als Entschädigung würde ich einen Lamborghini bevorzugen. Aber ein Ferrari würde auch gehen. Ja, lieber Roberto, da habe ich natürlich auch, klar, da gibt es ein Formular, sage ich mal, unter meinen Videos direkt. Da kannst du dich direkt bei meinem Management melden. Die würden dir dann ein einfaches F*** zurückschreiben, wenn du das annehmen möchtest. Wir können ja mal ganz mit Manuel reden, der schon seit längerem meine Videos durchgehend konsumiert. Manuel, wie ist das für dich? Also du siehst, Roberto, da sind überhaupt keine... Es ist überhaupt nicht schlimm, sage ich mal, meine Videos zu schauen. Und jetzt hier diese dreiste Forderung von dir nach einem Auto. Muss ich ganz ehrlich sagen. Doch bescheiden. Der hat sogar gesagt, ein Ferrari würde auch klar. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das geht zu weit. Liebe Kolleginnen und Herr Kollege Manuel, ich denke mal, dass wir auf jeden Fall heute damit schon mal einen schönen Grundstein gelegt haben, sage ich mal, um euch, ja, der Community im Großen und Ganzen zu helfen. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Probleme erörtert. Ich möchte, dass ihr jetzt, das war natürlich jetzt über Twitter ein bisschen zusammengefasst, ihr dürft uns gerne ganze Kommentarbriefe schreiben. Ja, wir sind offen dafür euch. Seht es so wie die Hartz-IV-Domians, das sind wir drei. Oder ein schöner Kummerkasten. Oder halt ein schöner Kummerkasten, so, ganz genau. Wir nehmen uns fast allen Problemen an. Ich meine, wir haben auch das Problem mit Lukas irgendwie klären können. Ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei Manuel und Mo vorbei und danke! Lukas, ich mach grad meine Abmoderation, okay? Lasst uns ein wunderschönes Video, meine Freunde.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir helfen. Die Agentur, die ist für euch da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.